Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Camper-Projekt Bolle. Ja, heute mal eine etwas andere Art von Video. Ihr hört mich nach dem Intro. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein kleines Zwischenstandsvideo vom Camper-Projekt. Ihr habt ein bisschen was schon am Anfang gesehen. Und ich werde euch dazu jetzt ein paar Dinge erklären und euch einfach den aktuellen Zwischenstand von Bolle mal zeigen. Los geht's! Wie ihr seht, habe ich schon angefangen, Bolle zum Teil zu lackieren. Ja, warum nur zum Teil? Ich habe ja so oft schon erwähnt, ich schraube hier immer unter freiem Himmel auf dem Hof und muss mich natürlich dementsprechend immer so ein bisschen nach dem Wetter richten und kann dann natürlich genau solche Arbeiten immer nur machen, wenn das Wetter auch schön ist. Jetzt war es so, wir haben hier viele Regentage immer dazwischen gehabt, immer nur mal ein paar trockene Tage. Und ja, genau diese trockenen Tage habe ich genutzt und habe angefangen, Bolle zu lackieren. Ich habe mich bewusst für dieses Grau entschieden, denn ich möchte ja mit Bolle auch an Orte fahren, wo man regulär nicht hinfährt und möchte halt auch dort mal autark eine Nacht campen und möchte natürlich nicht immer gleich gesehen werden. Ja, und jetzt haben wir gestern mal getestet, inwieweit sieht man denn diese Farbe nachts und haben uns dazu entschlossen, wir schauen mal bei uns in die Kamera und haben festgestellt, wie geil ist denn das? Man erkennt diese Farbe im Dunkeln so gut wie gar nicht. Nur weil ein Teil des Fahrzeugs noch rot ist und die Scheinwerfer verbaut sind, erkennt man es, dass es ein Fahrzeug ist. Wäre jetzt wirklich alles in dieser Farbe, würde man es im Dunkeln in der Kameraaufnahme fast gar nicht erkennen. Ja, ich hoffe, die Tage bleiben jetzt so schön, dass man auch den Rest dann endlich mal lackieren kann und er von außen endlich mal vernünftig aussieht und nicht mehr überall diese Klarlackplätze hat. Aber gut, wir warten ab, wie das Wetter wird und schauen einfach, wie es da weitergeht. Ja, im Fahrzeug ist es natürlich in der Zwischenzeit auch weitergegangen. Und da würde ich sagen, schauen wir jetzt mal rein. Hier im Fahrzeug habe ich es in der Zwischenzeit geschafft, das Alubutyl in die Sicken des Bodenbleches zu kleben und auch die Seitenbleche des Fahrzeugs zu bekleben, um einfach die Vibration herauszunehmen. Ja, im letzten Video hatte ich erklärt, dass Alubutyl natürlich nicht die Lösung für Wärmedämmung ist. Und das ist aktuell auch mein großes Problem, dass ich keine Lösung dafür habe, das Fahrzeug vernünftig im Bereich des Bodens zu dämmen. Weil alles, was es irgendwie an Dämmung gibt, gibt es immer nur in wirklich sehr, sehr dick. Und genau das ist das Problem, was ich nicht gebrauchen kann. Denn ich brauche die Höhe und die darf ich mir eben nicht zubauen, weil ich natürlich mit 1,89 Meter relativ groß bin und ich möchte natürlich am Ende auch vernünftig in meinem Camper sitzen. Deswegen, wenn irgendjemand von euch da draußen die Lösung für Bodendämmung hat im Camper, die nicht zu dick aufbaut, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich für jede Hilfe wahnsinnig dankbar. Und ja, jetzt zeige ich das euch einmal, wie weit wir hier gekommen sind. Hier seht ihr, dass ich die Sicken und die Seitenwände des Fahrzeugs alle vernünftig mit Alubutyl ausgeklebt habe. Das wird mir natürlich eine wahnsinnige Geräuschdämmung geben. Und jetzt gehen wir einmal ein Stück nach vorne. Und hier seht ihr schon die erste Sitzkiste bzw. ein Teil des Bettes am Ende. Hier ist auch schon der Auslass für die Standheizung eingebaut. Und jetzt schauen wir einmal rein. Ja, was sehen wir da? Da sehen wir zwei Batterien. Ich hatte ja in meinen letzten Videos erklärt, dass der Plan für die Batterien eigentlich ein anderer war. Und ja, genau so ist es manchmal, ne? Der Plan wird durcheinander geworfen, weil man dann doch mal Glück hat und ein recht gutes Schnäppchen machen kann. Ja, ich habe über eine gewisse Plattform zwei 96 Amperestunden Batterien gefunden, die aus einer Notstromversorgung stammen und habe diese beiden Batterien relativ günstig geschossen. Es sind in dem Fall zwei AGM-Batterien, die ich parallel schalten werde und mir somit eine Amperestundenzahl von 192 schaffen werde. Und damit sollte ich es natürlich schaffen, wirklich ein komplettes Wochenende autark stehen zu können. Am Ende läuft die Standheizung darüber, die Handys müssen geladen werden, das Licht im Fahrzeug soll darüber laufen
Und natürlich das Wichtigste für euch, die Kameraakkus müssen gelaufen werden, denn auch ihr bekommt ja, wenn ich unterwegs bin, hin und wieder doch mal das ein oder andere Video davon. Ja, Problem war, es sind zwei Batterien. Zwei Batterien passen nicht an den ursprünglichen Punkt, wo ich sie verbauen wollte und musste mir dementsprechend wieder etwas einfallen lassen. Ja, und das ist dann dabei rausgekommen. Letztendlich muss ich ganz ehrlich zugeben, finde ich es sogar ein bisschen besser, denn ich kann jetzt in dieser gesamten Kiste die komplette Elektronik verstauen. Das heißt, das Solar-Lademodul kann hier verstaut werden, der Ladebooster für die Ladung über die Fahrzeugbatterie, der Sicherungskasten und ja, letztendlich soll alles in diesen Kasten verstaut werden. Das finde ich persönlich natürlich am Ende des Tages jetzt doch wesentlich besser, weil es auch für mich einfacher ist, im Nachhinein immer wieder daran zu kommen und muss dann nicht erst die Kiste ausbauen, die erste Bodenplatte hochnehmen, um dann an die Elektronik zu kommen. War vielleicht anfangs auch ein bisschen doof überlegt, aber ja, es ist mein erster Ausbau und ich hatte so oft schon gesagt, hier wird auch nicht alles glatt gehen und im Nachhinein wird mir wahrscheinlich so viel einfallen, was ich hätte besser machen können. Aber genau dafür machen wir das Ganze auch, damit man eben einfach dazulernt. Ja, war natürlich für mich eine wahnsinnig gute Sache, dass ich diese Batterien gefunden habe. Und ja, so nahm das jetzt auch alles so ein bisschen seinen Lauf. Ich habe zusätzlich aus der Familie noch etwas ergattern können, wofür ich am Ende auch nichts bezahlt habe. Was mich aber im Ausbau natürlich wahnsinnig weiterbringt und das hat mich so gefreut, weil ich eben mein Low-Budget-Projekt einhalten kann dadurch. Und das Ganze zeige ich euch gleich auch nochmal, was es ist. Und dann war es das auch fürs heutige Video. Wir gehen mal hin und schauen uns das Ganze an. Ja, hier einmal das Quad vom Lütten, Quad von der Großen, Lauras Quad und mein Quad. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Es geht genau um diese Sachen, die hinter mir stehen. Ihr seht im Hintergrund ganz viele Holzlatten und Holzplatten. Und die habe ich von Freunden, Familie und von gewissen Plattformen bekommen. Das war für mich natürlich eine wahnsinnig erfreuliche Nachricht, denn so spare ich mir ganz viel Geld, was ich zum Beispiel wieder für meine komplette Solaranlage oder auch andere Dinge des Campers verwenden kann. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Kommentare voll zu schreiben. Falls jemand von euch da draußen die Lösung für mich hat, mit meiner Wärmedämmung für den Boden. Und ich würde mich natürlich auch riesig drüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um in Zukunft keine weiteren Videos zu verpassen. Und wünsche euch allen einen schönen Sonntag und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.